Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Die beiden Ausflügler sind wieder da. Serendipity steht vor mir. Hallo Serendipity. Hallo Lieben. Dann vor mir der Jack Fleischhammer. Guten Tag. Und der Valkyrie ist auch hier irgendwo, da hinter der Mauer. Ja, Tag, hallo. Guten Tag, schönen guten Tag. Guten Tag. Er killt wieder die Nachbarn. Ja, mit dem Aufnehmen von Serendipity wird das leider nichts. Da haben wir keine Frame-Probleme. Das ist alles gut. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Da stockt das irgendwie. Das scheint an der Platte zu liegen, auf die aufgenommen wird. Das können wir jetzt an diesem Abend in dieser Aufnahmesession leider nicht lösen. Aber da werden mal 2, 3, 4 Folgen werden nicht von ihr zu sehen sein. Es tut uns wirklich leid. Aber wir haben technische Probleme. Houston kann nicht helfen. Ich lasse mir eine Alternative einfach mal gucken, was ich spiele. Genau. Sie spielt aber kein nach. Outlast. Ich spiele kein Outlast. Also sie wird Outlast spielen, habt ihr gerade gehört? Ja. Boah, das sieht auch uns, bitte. Unser Garten sieht super aus mit diesen ganzen Maispflanzen. Ich habe am Vorabend fleißig gepflanzt Herr und. Fleischhammer. Ja, die beiden Ausflügler sind wieder da. Wir haben einen Beaker. Bitte stellen Sie jetzt Antibiotika her. Ja. Ach, bringe ich gleich vorbei. Herr Gut. Fleischhammer? Ja. Du stehst doch hier gerade an den Kisten, oder? Gut. Ja. Dann sammel mal bitte ein. Ich habe da was für dich vorbereitet. Was machen wir heute? Also ich würde gerne versuchen, Clay Geil. Zu produzieren. Und hier nochmal, so einsammeln bitte. Das ja. hört mir keiner zu, gehe ich Und Clay noch produzieren. Ja, produzieren wir Clay. Doch, wir hören dir zu. Ja, ja. Glaube ich. Glaub ich. Und nochmal einsammeln bitte. Wow. Der Herr Valkyrie stellt den Stacheldrahtzaun, Märchendrahtzaun in the morning, fertig. Ja, ich verstehe nur nicht, warum ich... Wir haben hier 2 Ecken an unserem Ausgang, da kann ich keinen dranhängen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war eine Fackel oder so? Kann ich hier eigentlich angeln in dem Spiel? Angeln? Komisch. Ey, Jungs, mach die Türen zu. Maximal TNT angeln. Euch sollen echt die Finger abfaulen und keine Ahnung, was sonst noch für Teile. Ist schon wieder total unfreundlich, oder? Mach die Türen zu. Ja, das ist schwierig. Also ich denke auch, da kann man zukünftig drauf verzichten. Ja, dann gehe ich jetzt. Ich lock jetzt aus. Natürlich. Nee, da geht's nicht. Das ist schade, weil dann... Haha, hier, mein Hirsch. Komm her. Er jagt wieder Hirsche. Ja, oh, ich sterbe. Warum sterbe ich denn? Der hat quasi nee, das stimmt's nicht. Das ist, wenn du bist über den Zaun rausgesprungen, gell? Ja. Der Valkyrie hat ja da Maschendrahtzaun oben. Ach ja, stimmt, Zaun, Stacheldraht. Ich seh's grad. Mhm. Aber das tut nicht wirklich weh. Das sieht nee. Nur so aus. Die hat nur ein bisschen geschrien, meine Tante. Ja, aber ja, wenn aber du mal auf deine Energieanzeige Schaden. Guckst, wirst du sehen, dass das quasi nicht weh tut. Nicht wirklich. Die ist wahrscheinlich mit der rechten Arschbacke hängen geblieben. So, weißt du, was ja cool wäre, wenn wir einen Bohrer hätten? Wo haben wir nochmal einen Bohrer zu finden? Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hat es auch gesagt, in den Autos findet man was. Da meist. Haben wir vorhin geguckt. In Autos, ja, glaube ich. Ja. Können wir dir irgendwie helfen, Herr Minjas? Ja, prinzipiell die oberste Erdschicht abtragen, widersetzen, abtragen und so weiter, bis wir genügend Clay haben. Wieso soll ich es widersetzen? Ja, du kannst auch abgetragen lassen und ich setze wieder. Es geht einfach darum, dass wenn man Erde setzt und wieder abbaut, noch mehr Clay bekommt, weil das ist ja von dem Schippen ein Abfallprodukt. Wo habe ich denn meinen hier? Weißt du, was super wäre? Wir müssten mal einen Kaffee. Ach so, soll ich jetzt in die Küche gehen, die einen machen? Mach dir mal selber einen, mein Freund. Aber wenn du nur einen Buddeln schippst. Eine Erdschicht langt. Also ja, jetzt mal auf den Clay geachtet. Ich habe schon 6 Clay. Während des Setzens regenerierst du doch eh wieder Ausdauer dann. Also ein paar Sekunden brauchst du dafür auch oder so. Ja gut, ich mache ja, so, ne? mach ja eine Reihe weg und setze eine Reihe. Okay, gut. Dann ist... Oder gibt es einen eleganteren Weg, Clay zu produzieren? Gibt es ein Clay-Vorkommen irgendwo? Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß, dass es Clay gibt am Strand, gell? Ach, im Strand, also am Rand von Wasserquellen. Aber da ist dann halt das Alternativprodukt ist dann Sand. Ich setze jetzt mal Dirt wieder rein und guck mal, was passiert. Müsste Dirty Dirt! Dirty! So. Haben wir einen Grill irgendwo zu liegen? Ja, ja, in der einen Kiste liegt einer drin. In der einen Kiste. Ach ja. Wir müssten mal, wir haben doch jetzt einen du Beaker, könntest, dachte ich. Du könntest dann vielleicht auch mal neue Campfire machen und die oben in die Küche stellen. Ah, klar. Sag mal, wir haben doch einen Beaker. Oder? Aber ja. Ja, ich bringe ihn gerade mal eben vorbei. Ich habe vergessen, ihn abzuliefern, ja. Ja, oder du kannst direkt mal Antibiotika ansetzen. Kann ich auch.
Ich habe vorhin auch ganz viel Schimmelbrot gefunden. Jetzt uns da mal frisch selbstgebranntes Antibiotika an. Ja, lecker. Nimm kurz vorher den Cracktopf raus und dann machst du das Antibiotika. Moment, dann brauche ich... ja, okay. Du solltest mal was trinken, junge Frau. Ja. Schippst du die ganze Zeit ohne Stamina. Ich hab 7 Clay. Und Potassium. Ach, du hast doch deine Stamina... Und die ganze Zeit halte ich den Gericht, natürlich. Naja, wenn es bis zu dem... kommt... Komm, das mach ich doch an, wenn die das macht. Natürlich, natürlich, aber mach ich weiter, trink nix. Ist da Potassium drin, wo du dran bist, oder nicht? Ja, hier ist Potassium drin, ja. Ja. Ach, das brauchen wir. Verschimmeltes Brot, Potassium und ein Beaker oder was? Ja, genau. Das sind die Zutaten. Ja, und das Brot. Ja, eben. Aus dem die Träume gemacht sind. Genau. Ja. Essen in der Küche, ja? Ich hab hier gegrillte Fleisch. Irgendwo drin oder ein Kühlschrank, ne? Mach einen Kühlschrank, wenn Platz ist. Oh, da ist ja noch mehr ungegrillte Fleisch. Können wir gleich mal grillen hier. Bear Grylls. Wo ist der Clay? 10 Clay. Ich achte jetzt mal drauf, wenn ich jetzt den Clay... Ich, Profi. Wenn ich jetzt die Erde wieder setze, sag mal, geht Erde verloren? Vielleicht habe ich vorhin eingesammelt. Ich habe dauerhaft E gedrückt. So, 25 Minuten. Dauert das? Ja, für 5 Stück. Ne? Also 1,5 Minuten finde ich okay, weil... War nicht mal 45 oder so? 10. Nee, das waren 9 Stück dann, glaube ich, ne? Bei Goronda sagte das. Hinus. Ich glaube, der hat ja gleich 9 hergestellt. Wofür brauchen wir eigentlich Clay? Für die Ziegel auf der Mauer. Aber ich habe gerade Clay bekommen, genau, es geht. Also Erde widersetzen geht. Wäre natürlich cool, wenn man jetzt einen Bohrer hätte, dann könnte man das viel schneller. Ey, wir müssen einen Bohrer besorgen, oder? Ja, müssen wir besorgen, weil bei einer Sache mit einer random Drop-Rate ist schwierig, ne? Ja, dann, Sollen wir nicht mal ein paar Ausflüge machen und ein bisschen an der Straße entlang laufen, um zu gucken, ob wir nicht irgendwo einen Bohrer finden? Mal einen Daumen raushalten, ob uns einer mitnimmt. Ach, du bist doof. Ha! Ja, du bist doof. Du bist ja schon doof. Außer hier gibt's den jetzt wirklich, ist freiwillig das, mit. Ist das wirklich jetzt seit neuestem nur noch in Autos? Früher war ja mal in den Garagen in Deersville. Kann ich mir erinnern. Auf dem doppelten Boden in den Kisten. Das haben wir. Sowieso gerne in der Scheune auch in den Kisten. Möchte ich sagen. Mir hat jemand gesagt, glaube ich, wo es einen gibt. Und zwar dem Maisfeld bei der Hütte. Genau. 20 Clay habe ich. Will mich jemand begleiten? Ich begleite dich. Oh Mann, ich mache erstmal Maisbrot. Ja, das können wir gleich machen. Ich will nur kurz mal... Ich will mal kurz den... Türen zu. Ach, jetzt sind ja, ich gehe da durch die gleiche Tür wieder raus und hier ist ja die Tür schon zu gewesen. Ja, und? So, ich nehme jetzt mal das Wasser raus und mach mal Cornbread. Oh Mist, das geht nicht. Man kann nicht Shift drücken, das funktioniert nicht. Aber wie war das, wenn man es in der Hand nimmt und dann... Ne, geht nicht. Ich würde jetzt mal gerne Cornbread machen. Und zwar so. Und da. Und da. Oh, Moment, das ist Murky Water. Das ist scheiße. Bottled Murky, Bottled Water. Das ist weg hier. Was ist weg? Was ist weg? Ist nicht mehr drin. Was? Der Beaker ist noch drin, aber der Rest nicht. Doch, also ich kann es sehen, aber ich habe nicht auf Kochen geklickt. Insofern danke für den Hinweis, mache ich jetzt gerade mal. Also da ist noch alles drin hier. Okay. Ist jetzt auch am Kochen. Warte mal, guck nochmal jetzt rein, jetzt wo es arbeitet. Vielleicht geht's ja dran. Okay. Ja, okay. Ich habe 20 Clay hier oben links in die Kiste gelegt. Was kann man hier eigentlich fischen? Nee. War schon mal die Frage, nein. Nee, aber es gibt so Bleigewichte, ne, für Angeln. Ja, ne? Genau. Ich leg die mal in die Kiste. Wobei, wenn die hier fischen würde, es kommen wahrscheinlich diese dreieugigen Fische aus den Simpsons irgendwie. Ja. Nee, egal. Hauptsache machen satt. Ja, der wird ich finde, der sieht irgendwie knuffig aus, ja. Dann, Liebling, bist du bewaffnet? Oh ja. Ja. Bewaffnet und gefährlich. Waffe meiner Frau. Ich hab ein Messer, ich hab einen Hammer und ich hab alles. Da kommt der Schopper noch. Dein Mund.
Was soll das denn heißen? Wo wollt ihr denn hin? Dann das Maisfeld, zu dem Bauernhof. Ah, okay. Willst du mitkommen, oder? Kinder des Mais. Mach die Tür hinter dir zu. Kinder des Zorns war das. Ja, stimmt. Na, ich such sonst nochmal, Essen auf Bein. Eben. Hast du Wasser zum Sprinten mit dabei? Jupp. Was ist denn, wenn ich jetzt drei verschiedene Fleischsorten auf den Grill packe? Macht er das denn trotzdem, nee, wa? Nee, du kannst ja immer nur ein Fleisch auswählen, also ein Rezept, welches du... Ja, stimmt. Ah. Du könntest, Gulasch würde vielleicht gehen. Brauchst du einen Topf, Wasser, Messer, Gurken? Geil. Und Schlagsenf. Und Maisstärke. So, ein Schlagsenf, ja, stimmt. Die Soße. Test. Ihr hört mich noch, ne? Oder? Ja, ja. Na ja. Ja, gut, ich war nicht sicher, ob ich, ich habe hier wieder die FPS-Anzeige gehabt. In-game und die habe ich abgeschaltet und auf derselben Taste lag aber Mute in Teamspeak und das wäre halt blöd. Ja, obwohl die ganze Zeit für euch ganz gut, aber für Zuschauer auch. Ne? Ja, und nach der Aufnahme hört man dann, Mensch, heute war eine richtig angenehme Folge. Wo ist eigentlich Valkyrie, von dem ihr die ganze Zeit gesprochen habt? Willst du da looten, junge Frau? Ja. Um das. Aber hier wart ihr schon dran, oder? Wenn da die Cage steht, dann habt ihr das Auto schon besucht, ne? Ja, ist schon. Wasser in die Hand und weiter geht's. Wir müssen es noch vor Sonnenuntergang schaffen. Ja, die Mülleimer habt ihr auch schon durchsucht. Ja, wir waren hier. Man hört nur die Grillen in der Stille, keiner spricht. So soll's immer ein Let's Play sein. Es hustet jemand in der Stille. Leder kann ich nicht einfach so herstellen, ne? Muss ich dafür... Doch, du nimmst das Animal Hide und packst das, Kann also ich nicht, da passiert nichts. Einfach in die Mitte, meinst du? In die Mitte und dann stellst du daraus Leder her. Nope. I'm sorry. Ich schon. Musst du vielleicht lernen. Ja. Ach so, ach, dann kannst du es mir das geben. Das Gefühl habe ich... Ah, also, naja, ich bin jetzt gerade nicht da, aber pack mal rein und ich mach dann mal. Okay. Ich glaube, man braucht einen Klamottenbuch. Klamottenbuch. Ein Katalog, meinst du? Ja, genau. Also ich kann es herstellen. Den letzten Autokatalog und dann wird das aus mit dem Schneidern. Oh, ich habe gerade von gelesen. Warte, ich schneide es dir nach. Ach ja, klar, es gibt ja, dieses Leather Training. Ja. Das habe ich, glaube ich, vorhin gelernt. So, und irgendwo hier... Und für einen Eisenhelm haben wir jetzt übrigens auch einen, Hab ich auch gelernt. Und Eisenboots kann ich auch. Ja, ach, dann hast du das Schematik. Ihr habt es auch in den Waffentresor getan. Ah ja, sofort also früher gelernt. War das mal hier oben im doppelten Boden in den Häusern, aber ich glaube, das haben die irgendwie geändert. So. Ich bin kein Hirsch. Da war ich ja schon. Gut, also in der Garage ist nix. Was hat denn einer gesagt? War das hier in der gegenüberliegenden... Hast du eine Waffe, eine Pistole? Nein. Guck doch alle danach im Haus. Da. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein und ich schieße, falls jemand kommt. Weil hier ist noch so eine Blechhütte, hier könnte auch was drin sein. Gegenüber? Wo ist gegenüber? Du siehst mich doch auf der Map, junge Frau. Behalten Sie die Minimap im Auge, wird alles gut. Doch, da habe ich dich ja. Okay, alles klar. Ah ja, da ja. So, warte mal, ich jetzt... Du bist da oben, Valkyrie? Okay. Na, ich bin abgedriftet. Ich bin jetzt gerade zufälligerweise bei der Schule auf der Suche nach dem Hirsch. Du bist gerade zufällig auf der... gerade bin ich bei der Schule. Zufällig. Ja, na, ich laufe hier halt über die Wiesen, wo es schön grün ist, weil... Leicht abgedriftet. Ja. Wie das so ist. Die sind ja auch rar, die Viecher, ne? In der Schule war jetzt auch nichts irgendwie, was uns interessiert, ne, oder? So, jetzt gehen wir hier noch rein. Jetzt könnte hier eventuell unser gewünschter Bohrer sein. Bitte, lass hier irgendwo ein Bohrer drin sein. In der Sporttasche, oder? Man beim Joggen den Bohrer mitgenommen. Müll. Beim Müll. Oh Mann. Nicht kaputt schlagen, hast du schon leer? Jetzt ja. Okay, aber nicht zerschlagen, weil der spawnt ja wieder was. Ach so, jetzt ist eh leer. Naja, aber es spawnt wieder was. Ja, Entschuldigung. Sag's mal bitte nochmal. Es
gespawnt wieder was. Ach so, das, ja. Ja, ja. Was denn? Genau. Weiß nicht, irgendwas. Irgendwas, was Tolles. So, hier ist auch nichts. Okay, also die Scheune haben wir. Die Garage haben wir, jetzt bleibt nur noch das Haus. Im Keller. Ich glaube, im Keller sollten wir gucken. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe den Tipp nicht mehr in... Du hast die Leiche vergessen. Die hat bestimmt den Bohrer. Nee, natürlich nicht. Oh, Zombie. Wo bist du? Im Keller des Hauses. Okay, alles klar. Des Haupthauses. Oh, hier ist auch ein Tresor. Oh, mein Inventar ist voll. Hier ist eine Lampe. Serious? Okay, warte mal, dann fresse ich jetzt mal was. Ich höre hier irgendwo was. Ich habe eine Mütze gefunden. Oh, mein Bauch knurrt fürchterlich. Oh, ein Zombie, ein Zombie. Oh Gott, oh Gott. Komm in den Keller, junge Nein, Frau. Nein, kann ich nicht. Ich hau dann den Dicken jetzt Keller. Tot. Oh, Drecksack, du bohrst dich nicht zu meinem Mann runter. So kann man nicht looten. Das Ding haben wir schon. Ja, ich gehe jetzt an den Tresor. Da oben ist alles gut. Das ist ja ekelhaft. Ich habe dem den Kopf in den Schultern geschlagen. Naja, wenn du, wo du hinaus, wächst kein Gras mehr. Nee. Das schöne Gras. Noch 20 Sekunden. Aber ich glaube nicht, dass ich im Waffentresor einen Bohrer finde. Ja, es soll ja demnächst übrigens die Alpha 8.7 kommen. Da haben sie irgendwas mit dem GUI überarbeitet und die Schrift soll schärfer sein und solche Sachen. Wobei ich jetzt sagen muss, beim Spiel hatte ich noch nie Probleme mit der Schrift. Nee, stimmt. Boah, hier ist ja Zeug drin. Warte mal, da lege ich mal die Eier. Soll ich nicht ablegen? Was kann ich denn ablegen? Au, 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 au. Ha! Ist irgendjemand gestorben? Nein. Doch, 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 doch. Na, ich bin nur müde. Da hab ich kurz hingelegt. Dann nimmt die, da oben ist alles klar? Ja, ja, alles super. Ich habe Kaffee gefunden. Dieses Wochenende soll die kommen. Also wenn nichts weiteres dazwischen kommt, kommt die Alpha 8.7 dieses Wochenende. Das würde auch zeitlich hinhauen. Also die ist dann schon draußen, wenn wir das hier bringen gerade. Mann, musst du mich so erschrecken? Komm, wir gehen raus, oder? Durchsuchen wir das Haus noch den Rest. Zombies. Hier ist ein Zombie. Warst du schon oben? Nope. Habe ich noch einen Bogen? Nee, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, ist mein Problem. Hast du schon alles durchsucht? Warte. Also die Küche habe ich schon komplett durch. Ich muss nur noch nach oben. Okay, dann gucken wir nochmal oben. Crab Metal, warte mal, ich muss mal umwandeln. Ich auf dem Dachboden ist noch was. Kein Platz. Okay, was baue ich noch? Stahlrohr kann ich in Metal Strips umwandeln. Die Büchsen kann ich noch nicht, da habe ich zu wenig. Auch echt was? So viel Scheiß mitgenommen, egal. Was kommt? Geht doch nicht ab. Empty, 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 sie schlägt die. Noch ein Buch. Aber ein normales Buch, oder? Ja. So, wünsche mir Glück, ich gehe auf den Dachboden. Warte, ich komme mit, da ist. Wo ist denn hier? Ich glaube, jetzt kann ich schon wandeln. Zombie, Zombie! Wo? Oh Gott, oh Gott! Wo? Oben? Oben. Okay, warte mal. Kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte hier rückwärts die Leiter. Ah, da ist er. Ich habe die eine Kiste jetzt mal eben zugemüllt, weil ich wollte eben wieder zurücklaufen, meine Sachen zurückholen. Ah, okay. Warte mal. Geh jetzt hoch und dann schieße ich wie wild. Ja, okay. Ey. Warte. Genau, nochmal drauf. Hat schon einen Sack Kugeln gefressen, aber sie hat noch auf die Fresse gekriegt. Aber auch meine irgendwo einfach Frau. Nur Wasser? Ja, ganz links in der Kiste wahrscheinlich. Guck mal. Also in diesen Scrap-Kisten. In Müllkisten. Oben, genau. Nice Pain. Nee, also wir haben den Bauernhof komplett durchsucht. Es war eine Hoffnung da, die Patronenhülsen sind für den Bobbes. Ja gut, dann wieder zurück Richtung Heimat. Wird eh Nacht. Also, haben wir jetzt alle Häuser durchsucht? Alle Häuser, die sich jetzt hier in dem Bereich um das Maisfeld befinden, würde ich sagen, jo, wir waren in allen. Gut, scheiß drauf, dann wieder zurück. Hast du auch die Briefkästen durchsucht oder gibt es hier nur einen?
Hier gibt es nur einen, soweit ich das jetzt sehe. Außer die Hundehütte hat noch einen oder so. Wir können auf Querfeld eingehen. Den habe ich schon durchsucht. Komm, wir laufen mal durch. Das macht so einen Spaß. Hund von rechts, glaube ich, oder? Hund, das war ein Hirsch. Ach so, okay. Ein Hundhirsch. Die haben aber was zur, zur Alpha 9 haben sie geschrieben, ne? Was sie so grob drin vorhaben. Ne? Also was ich gelesen habe, war, dass Zombies, die erschossen werden, am Boden liegen und so gekräuselt werden. Also ja. Zu irgendwie ein Gematsch aus Fleisch und Brot. Und dann mit der Zeit decayen zu Knochen, Merp und dann am Ende Erde. Also dass es so einen Verwesungsstatus geben soll. Das hat aber zur Folge, dass wenn mehrere Zombies übereinander sterben, dass da ein Hügel entsteht. Entsteht wirklich ein Hügel, über den die dann auch überweglaufen. Genau, Leichenberge. Und so, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du aber, wenn das dann erstmal so ein Matschberg ist, einfach mit einer Schaufel ran und dann irgendwie ein, zweimal schippen. Genau, du räumst praktisch Leichen so weg. Das ist ja ekelhaft. Ich glaub, Geiles Spiel. Ja. Nee, es soll, also, soll ein ganz neues Spielerlebnis werden, weil man halt das Problem hat, dass sich halt die Zombies übereinander stapeln und eine vermeintliche Mauer, wie jetzt unsere, da nicht mehr sicher ist. Ne? Ah, okay, dass sie davor sterben. Alrighty, man. Also, die sich dann halt über diesen Leichenberge ihre Kameraden dann hocharbeiten. Oh, ist ja, kann man haben, muss man aber nicht, also. Ich find's jetzt nicht schlecht. Ich auch. Aber jetzt kommt erstmal 8-7, da hätten sie irgendwie den GUI, also sie hatten ja auch einen Ausdruck dafür genannt. Da würden sie erstmal was dran ändern. NGUI. NGUI, ich glaube, das ist die Oberfläche von, also es ist sicherlich irgendein Aufsatz für die Programmiersprache, die sie da benutzen oder so. So, jetzt ist die Frage, was machen wir noch? Ich finde meinen Rucksack nicht wieder. Der noch ein bisschen Clay schippen. Sag mal, wann resettet sich eigentlich hier unsere Küche oder das, was davon übrig ist? Alle 7 Tage. Also wir sind bei Tag 8. Ist es die Frage, wann wir die Küchen gelootet haben. So ein Shit. Was ist denn? Geht noch ein Bett. Was, wegen was sind wir eigentlich nochmal dahinter? Also wir wollten einen Bohrer suchen. Wir haben keinen gefunden. Warum waren wir jetzt nochmal weg? So alt, echt. Wer spricht da? Hallo? Keine Ahnung. Dein Gewissen. Aber das Gewissen hat doch letztens erst die KitchenAid verlangt. Ja, das hat es auch gekriegt. Huhu. Und hat auch 2 Kilo zugenommen. Na gut, so eine Küchenmaschine wiegt 12. Oh, hat sich gut gehalten. Gut mit dir mal. Ja, ich glaube, zum Clay-Shippen sollte man dann doch lieber... Ach Gott, vor allem sollte man die Taschen leer haben. Ich habe die Taschen voll, ich jetzt. Du hast Kaffee? Ja. Ich komme zurück. Ich finde meinen Rucksack nicht wieder hier. Keine Ahnung, der ist irgendwie weggebackt. Aber der auf der Map siehst du noch. Ja, ja, auf der Map sehe ich ihn noch, aber ich sehe ihn weder im ersten Stock noch im Erdgeschoss. Und ich bin im ersten Stock gestorben. Und zwar in so einer Ecke, aber dann ist er vielleicht in die Mauer gerutscht. Hatten wir irgendwo eine Waffenkiste? Ja, hier. Das hier ist die Waffenkiste. Ach, den Waffenschrank. Ganz in groß. Wollen wir nicht mal Pistolen verwerten? Also das Rezept haben wir, ne? Du kannst herstellen. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch so eine Winchester, ich habe noch Patronen mitgebracht, mehrere Shotguns. Ich lege die jetzt einfach erstmal hier rein. Cool wäre, wenn du so eine Sniper-Rifle hättest, die ist ziemlich ganz schön rar aktuell. Habe ich nicht komische blaue? Ich glaube, Sniper-Rifle gab es noch in der Schule, oder? Ich will einen Kaffee, dann schütte ich noch ein bisschen, schäppe ich noch ein bisschen. In der Schule? Nee, Sniper in der Schule. Ja, wieso nicht? Na klar. Das war jetzt nicht so abwegig. Ironisch gemeint, oder? Wie macht man nochmal die Steinziegel aus Lump of Clay, gell? Ja. Nee, Brick, ich glaube, Brick. Ich hab mal gehört... Nicht Lump of Clay, nur Clay. Okay, schnell raus. Oh. In Militärcamps habe ich mal gehört. Nur Clay? Ja. Unter Building, oder was war das? Bricks heißt das. Bricks, ja, ich weiß noch nicht mal wo. Das ist irgendwie die Unterteilung. Mit dem M, mit Michelalis. Michelalis. Nee, mit ist hier natürlich nicht. So, jetzt Brick. Oh, ein Brick. Kann ich 9 mit herstellen. Gut, dann versuche ich jetzt mal mit den 9 Stück auf jeden Fall schon mal den... Nee, wir haben irgendwo in einer Kiste, müsste links mittig sein, meiner Meinung nach. Ja. 20 irgendwie.
Was? Clay. Ich habe hier in die ganz links oben habe ich Clay reingelegt vorhin. Oh, sehr gut. Gut, dann mache ich nochmal hier. Okay. So nochmal 18, dann kann ich die Mauer nämlich noch auffüllen, wo noch Lücken sind. Und dann sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Mann, die Zeit, die rast hier immer. Ja. Dann gucke ich jetzt mal, wo die Mauer noch eins höher kann. Das war ja im hinteren Bereich, gell, Herr Belcry? Ja, genau. Irgendwo ganz hinten hat sowieso was gefehlt. Komisch, ist der Bug wieder da, dass wenn man... Ah, hinten haben wir den falsch gesetzt. Das ist das, was du sagtest. Ja, also quasi falsch rum, ne? Von ja. Außen haben die Zombies jetzt, naja, nicht die Treppe, aber... Dann fülle ich die Kante auf jeden Fall schon mal auf. Ja, eigentlich brauchst du nur die Kante hinten aufzufüllen. Hatten wir schon mal das Thema geklärt, ob es nicht noch billigeres Baumaterial gibt, was stabiler ist? Konnte man nicht irgendwie aus, keine Ahnung, Stein und Gravel? Nee, das gibt's nicht mehr, oder? Cobblestone-Dings? Kann man eigentlich die Beton im Nachgang auf... Mit Dings auffüllen? Nein, dann hätten wir das Stahl-Bausystem benutzen müssen mit den Rebars. Da haben wir ja reichlich. Und wollen wir einfach nochmal mit den Stahldingern? Das langt aber nicht wahrscheinlich, oder? Soll halt sehr teuer sein, ne? Ja, eine zweite Reihe auffüllen, aber ich glaube, dass die Kosten sprengen das Projekt. Also das ist ja. Wird der Senat nicht Segen abnehmen. Nee, dann, genau. Das Gremium wird dann sagen, kriegen wir niemals durch. Jetzt kommen. Also, was ist das? Ich habe einen Hammer in der Hand, wo kein Kopf drauf ist. Ich habe einen Hammer falsch rum. Mit der Alpha 10 soll man auch Kredite aufnehmen können. Ach, ihr habt hier Bäume jetzt auf der Mauer gepflanzt? Auf der Mauer? Oh, sehe ich das richtig? Ich habe einen Bug. Der Hammer wird andersrum gehalten, ohne Stiel. Wie? Also, du fasst das Metall an? Der nimmt den raus? Nein, aber der dreht ihn andersrum, als hättest du den Hammer praktisch mit dem Metall nach unten. Ja, der nimmt den kurz raus. Wenn ich einmal schlage, dreht er ihn richtig rum. Das ist ja schon kurz. Wie sieht das von außen aus? Kann er sich mal jemand angucken? Ja, hier. Guck mal, ist der bei mir richtig rum in der Hand? Das sieht richtig rum aus, ja. Dann jetzt werfe ich den nochmal hin und nehme nochmal in die Hand und guck nochmal. Nee, ich hab den Stiel in der Hand. Und wenn ich schlage, dreht er ihn um und schlägt zu. Meiner ist normal rum. Ist ja gut, ich meine, ich habe bessere Sicht, aber es ist ja wohl ein Fehler im System. Und es klappt aber. Könnte man damit zielen? Ich habe ein Fadenkreuz und... Ja, doch, das passt. Also, das haut hin. Aber der dreht praktisch einmal rum, dann schlägt er es zu. Keine Ahnung. Irgendwas ist da schräg. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge. In der nächsten Folge müssen wir unbedingt noch mehr Clay sammeln, weil das mit der Mauer auffüllen hat nur ganz kurz geholfen. Da hauen wir uns einen Kaffee rein, dann wird sie geschöpft. Wobei jetzt erstmal die Nacht, mal gucken, was wir dann machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wir freuen uns natürlich auch auf eure Kommentare unter dem Video. Tipps und Tricks, billigeres Baumaterial, die Mauer ist ja schon mal durch Stacheldraht abgesichert, das ist ja auch abgeschlossen. Wo ist der Herr Fleischhammer? Der ist eine Runde rumgelaufen, Fleisch zu suchen. Ah, Fleischhammer sucht Fleisch. Hat er auch einen Hammer? Nein, eine Armbrust. Guti, wir müssen die Ecken hier noch machen, fällt mir gerade auf. Dann machen wir nachher Holzwürfelstreben rein. Das können wir auch in der Nacht bauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge von 7 Days to Die wieder und zwar übermorgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.